Ich habe ein paar Worte zu dieser Glocke zu sagen. Dieses ist die Schumpenglocke. Das ist die Glocke von den ganz jungen Rindern von Maria Heubuch. Und die ist hier auf der Bühne und kommt jetzt nach vorne. Herzlichen Applaus für Maria Heubuch. Maria Heubuch ist eine Milchbäuerin im württembergischen Allgäu und sie ist eine politische Milchbäuerin. Sie ist eine, die sich nicht die Preise diktieren lässt von den großen Molkereien, sondern eine, die sagt, wir wollen die Höfe an die nächste Generation übergeben. Und wir sind dagegen, dass die Milchhöfe sterben, sondern wir sind dafür, dass sie weiterleben können, dass die Milchbauern von ihrer Arbeit leben können und dass die Kühe darunter nicht leiden müssen. Und deshalb wird sie Ihnen jetzt reden, wofür sie, Ihnen sagen, wofür sie steht. Sie ist seit vielen, vielen Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft aktiv, in der ABL, die hier einer der Träger ist der Demonstration. Einen lauten Applaus für Maria Heubuch, die mir wegläuft. Wir müssen sie her applaudieren. Maria Heubuch, die Bühne frei.
Aufsehen erregt. Sie hat wachgerüttelt. Und es geht dabei nicht darum, gegen Bauern als Tierhalter zu hetzen, sondern es geht dabei um eine offene Auseinandersetzung über die gesellschaftlichen Anforderungen, auch im Bereich der Tierhaltung. Und damit unsere Höfe zukunftsfähig bleiben. Viele bäuerliche Betriebe mit tiergerechter Haltung, heimischen Futtermitteln, natürlich gentechnikfrei, vielfältiger Ackerbau, regional angepasst. So sind wir den Herausforderungen der Zukunft gewachsen. Und die Agrarindustrie ist es nicht, und das hat sie bewiesen. Doch dieser gemeinsame Kampf, der nützt nicht nur uns Bäuerinnen und Bauern. Denn in der Landwirtschaft verwalten wir die Lebensgrundlagen aller Menschen, auch für die folgenden Generationen. Und so ist es nicht nur eine Frage um das wirtschaftliche Überleben einer einzigen Berufsgruppe, sondern es ist die elementare Frage, wie fruchtbar und wie zukunftsfähig hinterlassen wir diese Erde. Und während wir hier so ganz tiefgreifende Fragen nachdenken, findet auf der Grünen Woche zum 5. Mal das Global Forum for Food and Agriculture statt. Frau Aigner hat eingeladen, in dem Mittelpunkt steht wieder einmal die Sicherung der Welternährung. Oh. Es treffen sich dort die High Society der Agrarpolitik, aber auch die Global Player der Agrar- und Ernährungsindustrie. Und interessanterweise geben die Input-Statements Leute von Bayer Crop Science, von Nestle, von Unilever oder von der Firma Glas gemeinsam. Welthunger angehen, Investitionen in Saatgut, Bewässerungssysteme oder Technik, die sich keine Kleinbäuerin und kein Kleinbauer auf dieser Welt leisten kann. Aber auch Investitionen in Land. Und auch hier können die Bäuerinnen und Bauern vor Ort nicht konkurrieren. Und genauso geht es in den Ländern Ostdeutschlands. Die BVVG, die das im Osten regelt, auch sie sitzt jetzt in diesem Forum, in der Grünen Woche. Ich weiß nicht, ob auch Bäuerinnen und Bauern da sind, aber ich glaube, die stehen alle hier bei uns. Global agierende Konzerne, die sich plötzlich selbstlos um Welthunger, um Armutsbekämpfung und ländliche Entwicklung kümmern, können große Probleme offensichtlich nur von den Großen gelöst werden. Und das im Zusammenhang und Zusammenarbeit zwischen Politik und Industrie, ja, keine Verbindung herstellen zwischen unserer Agrarpolitik hier in Europa und ihre Auswirkungen auf Umwelt, auf Klima und vor allen Dingen auf Hunger. Und weil wir diese Verbindungen nicht herstellen wollen, pocht unsere Bundesregierung immer noch auf ein Weiter wie bisher. Frau Ministerin Aigner, schauen Sie hierher, schauen Sie sich die Bilder an, schauen Sie in die Gesichter dieser Menschen hier. Hier stehen doch nicht ein paar verrückte Wutbürger, die mal wieder auf die Straße wollten. Hier stehen Tausende von Menschen, wohlbedachte Menschen, die die Auswirkungen ihrer Politik wirklich gründlich satt haben. Und wenn gigantische Tierfabriken sind, wo Tiere zur Ware werden und Antibiotika an der Tagesordnung steht, dann nehmen wir das nicht mehr hin. Wenn die intensive Produktion von Milch und Fleisch nur noch mit Futtermittelimporten möglich ist und somit unser Vieh frisst, bevor die Menschen vor Ort satt werden, dann ist das schlicht und einfach verantwortungslos, zumal dann die Überschüsse auch wieder zurück auf den Weltmarkt gedumpt werden. Und wenn mit Lebensmitteln und Land, mit unseren Lebensgrundlagen spekuliert wird, wie mit jeder beliebig austauschbaren Ware, wird auch das Grundrecht auf Nahrung mit Füßen getreten. Und das alles haben wir gründlich satt. Jetzt,
bäuerliche Landwirtschaft. Herzlichen Dank. Super, vielen Dank.